ihr seht, wir haben unser Lager aufgebaut mit dem Poncho, Bundeswehrponcho alten, ein paar Schnüre, haben schon mal das Feuerholz gesammelt, dass wir nachher ein schönes Feuerchen machen können hier in der kleinen Senke, in der Grube. Und jetzt gehen wir nochmal los, hier was für den Kopf machen, einen schönen Fichtennadeltee machen wir jetzt. Kommt mit. So, was ihr alles seht, sind alles schöne junge Fichten. Einfach links und rechts die Triebe abmachen. Wichtig ist da, oben nicht abreißen, sonst wächst du nicht mehr gerade und schön. Einfach hier die jungen Triebe links und rechts an der Seite, reicht vollkommen. Einen schönen Bottich voll machen. Für was ist das Ganze? Fichtennadeln haben hohen Vitamin C Gehalt. Und wenn ich jetzt mal wirklich in einer längeren Situation bin, dass ich draußen im Wald unterwegs bin und keinen leckeren Tee dabei habe, einfach fürs Gemüt. Es gibt ja nichts Schöneres, mal abends am Feuer entweder eine Flasche Bier zu trinken oder halt, wenn man nichts dabei hat, okay. Also rein für den Kopf und halt dieser Vitamin C Gehalt. Machen wir hier fast den Bottich voll. Oh, weg da. So, wunderbar. Also hier, das sollte reichen für einen Tee. Schön, es geht weiter. Das Wichtigste ist in der Survival-Situation erstmal sich ein schönes warmes Feuer zu machen. Da haben wir ein ganz normales Basic-Feuer. Wir fangen ganz klein an, werden immer, immer größer. Und ganz am Schluss hauen wir diese Brocken drauf, um das Feuer richtig zu entfachen. Gut, wir nehmen kleine Hilfsmittel, einmal ein OB, einmal ein Kienspan und hier einen ganz normalen Feuerstarter von Light My Fire. Gut, geht's los. Hier einmal ganz dünner Reisig, ein bisschen hin und her wursteln, sodass das ganze Holz abgeht, die ganze Rinde, so wie gesagt der Feuerbesen. Dann machen wir es natürlich ganz schnell. Wir nehmen einfach nur B. Bisschen Watte raus. Wir werden gleich sehen, was alles drin ist. So. Ein kleines bisschen Watte zurückhalten, falls man zu doof ist, das Feuer anzumachen. Passiert auch mir regelmäßig. Da ist immer das Wichtigste die Vorbereitung. Vorbereitung ist das A und O. Also die Watte schön aufflüsern, dass es schön Luft rein kann. Drauflegen, meinen kleinen Feuerbesen schon mal parat halten. Es ist sehr feucht, sehr klamm hier, es hat eine längere Zeit geregnet. Zack, Feuerstarter, Flamme rein, drüber halten, das Feuer nicht abdecken, langsam, seht ihr, wie es anfängt loszugehen. Kleinzeug gitterförmig oben drauflegen, dass es auch ein bisschen Flamme abkriegt, das etwas dickere Holz. So, jetzt geht es schön ab, wie ihr seht, schön gitterförmig, dann zieht es durch. Das ist hier richtig schönes Basic Training und Feuer. Noch nicht pusten, erst wenn da ordentlich Glut drin ist oder etwas Glut drin ist, sagen wir es mal so. Jetzt merkt ihr schon, dass es ruhiger wird. Das Dampfen hört auf, das heißt, wir haben eine gewisse Temperatur erreicht. Es raucht nicht mehr so arg. Jetzt sollte der Drops gelutscht sein. Wenn es jetzt ausgeht, liegt es nicht am Holz, sondern an meiner Inkompetenz. Seht, geht gut ab, es trocknet schon außenrum schön. Jetzt pusten wir gleich rein. Also ihr seht, Feuer, ein OB, bisschen Feuerstarter und ihr habt ein Feuerchen, das durchbrennt. Das andere dicke Holz leicht außenrum legen, schon so, dass man was abkriegt. Auch die etwas dickeren Stämme sollen jetzt was abkriegen. Wir können immer größer werden. Zieht schön hoch, seht ihr ja schon, auch die dickeren Stämme. Wir nehmen jetzt langsam das Feuer auf, was man auch noch machen kann, was gar nicht so schlecht ist.
einfach das Holz nehmen, leicht anrauen hier, dass einfach das Feuer quasi hier wie so ein Feuer eine größere Angriffsfläche hat. Es brennt. Uiuiui, zusammengefallen ist auch schon. Also, jetzt brennt die Schose erstmal. Können wir gleich übertreiben mit den ganz großen Dingern, aber das machen wir jetzt einfach. Wer sich sicher ist, kann auch das große Zeug draufschmeißen. Gut, jetzt können wir auch wieder in die Höhe ein bisschen bauen. Also heißt, leicht schräg so ein Grundfeuer hinmachen. Hauptsache die Flammen, es trocknet langsam. Durchkommt hier. Es geht los. Warte, brauchen wir nicht mehr. Hoffe ich mal zumindest. Und jetzt leicht reinblasen. Also, Kinderspiel. Kommen wir zu unserem Tee. Wir haben mal so einen BW-Bigpot, so einen Bundeswehr-Bigpot. Gleich mit Wasser gefüllt. Das Schöne ist an diesem ganzen Bundeswehr Big Pots, alt, robust, immer noch gut. Na, das einfache Erfolg einfach in dem Sinne. Man kann es hier in die Seite hinstellen. Die Flamme reicht vollkommen jetzt hier, dass es dann langsam schön der Tee warm wird. Dauert es ein paar Minuten. Und dann geht es auch schon los. Sei kein Dummi. Nimm den Deckel. Und dann ist fertig. Lecker. Da ein bisschen. Ich kann Honig dabei. Ja. Das geht, aber das ist trotzdem heiß wie sauer. Das Alu halt. Geht noch. Hm. Mach nichts dran. Hm? Nicht die Lippen. Nee. Ja, der ist brutal heiß. Haben wir einen Strohhalm? Strohhalmbranche. Also nochmal zum Thema, das einfache Erfolg. Ihr seht überall das große, das ist Springkraut, das ist Unkraut. Kann man essen. Zumindest mal die Samen. Hoppala. Wenn man da hingeht, seht ihr, wie es aufspringt. Die schwarzen Samen kann man essen. Schmeckt nussig. Und was haben wir noch Schönes? Wir haben uns einen leckeren Tee gemacht. Ei, scheiße. Aber unserem Kameramann ist ein bisschen zu heiß, der Tee. Strohhalm, kommt mit. Alu heiß. Ah, Alu heiß, trinkt immer noch heiß, aber besser als die Lippen verbrannt an dem Metall. Das einfache Erfolg. Für draußen haben sie sogar ein Outdoor-Training absolviert. Survival-Trainer Philipp Davis zeigt, erst eine Grube schaufen, dann das Feuer machen. Je tiefer die Grube, desto besser der Schutz. Dass man quasi das Feuer nicht flackern sieht. Zumindest mal mit den bloßen Augen. Mit Nachtsichtgerät wird man es auf jeden Fall sehen. Und na, dass die Gefahr nicht besteht, dass hier der Rest außenrum nicht abbrennt. Das Wichtigste, die Kunst, das Feuer mit Selbstgesammelten auch in Gang zu kriegen. Die reicht so. Hier behebt man noch ein bisschen was auf, falls man erstmal schief geht. Überlebenskünstler in freier Wildbahn wollen die beiden Buchautoren nicht werden. Es ging ihnen einfach darum, ein Gefühl für das Leben im Wald zu bekommen. Also die Eindrücke haben mir komplett verarbeitet und halt auch so ein paar Hacks. Also so, wie macht man Feuer und für was kann man so ein Ex-Bundeswehr-Poncho alles brauchen. Das haben wir 1:1 ins Buch. Ja. Allerdings wird im Buch nur trockenes Holz verbrannt. Ja, es ist jetzt, sagen wir mal, kein Tarnfeuer, kann man sagen, so wie das Rauch. In draußen erzählen Klüpfel und Kober von ganz unterschiedlichen Überlebenskünstlern mit sehr verschiedenen Outdoor-Fähigkeiten. Außerordentlich spannend und sehr anschaulich. Das ist das, was wir zu sagen haben im Bereich Thriller und jetzt sollen es die Leute beurteilen. Vielleicht findet ja sogar der Weapon.